So, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur fünften E-Commerce-Expertenwoche. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich bin während dieser ganzen Woche Ihr Moderator gewesen und freue mich, Sie auch heute im Namen unserer Experten sowie auch im Namen der Intellishop AG als Gastgeber begrüßen zu dürfen. In dieser Webinarreihe haben wir diese Woche auf den E-Commerce im B2B fokussiert und haben dafür sechs namhafte Experten gewinnen können. Unsere Themen behandelten dieses Mal Marktentwicklung, Strategie, Marketing und heute Design. Wir freuen uns über weit mehr als 200 Teilnehmer in dieser Woche, hatten bereits drei spannende Webinare. Das Auftaktwebinar hat die Trends im B2B-E-Commerce beleuchtet. Das Webinar am Dienstag mit dem Titel Amazon Fluch oder Segen hat dann sehr deutlich gezeigt, dass sich jeder E-Commerce-Verantwortliche im B2B spätestens jetzt strategische Gedanken zu Amazon Business machen sollte. Und beim gestrigen Webinar, beziehungsweise am Mittwoch, dem Webinar am Mittwoch, Abenteuer China, haben wir viel gelernt, um den wichtigsten asiatischen Markt erfolgreich, aber auch respektvoll zu adressieren. Ja, sollten Sie eines der drei bisherigen Webinare verpasst haben, kein Problem. Wir stellen Ihnen am Abschluss der Expertenwoche sehr gerne Videoaufzeichnungen und Handouts zur Verfügung. Unser heutiges Thema lautet Design und Usability im B2B E-Commerce. Ja, es ist nicht lange her, dass B2B-Online-Shops augenscheinlich wenig Wert auf Design gelegt haben, während erfolgreiche E-Commerce-Betreiber im Consumer-Segment viel Energie in die Verbesserung von Optik und Usability investiert haben, sahen die E-Commerce-Angebote manch namhaften Herstellers oder Händlers im B2B antiquiert und auswechselbar aus. Doch damit ist mittlerweile längst Schluss. Design und Bedienungsfreundlichkeit gewinnen auch im B2B-Commerce immer mehr an Bedeutung. Und das aus gutem Grund, denn gerade große Sortimente, zahlreiche Varianten, erklärungsbedürftige Produkte, Konfigurationen und Selling Guides, ja, stehen Interessenten und Kunden gegenüber, die mit Recht dieselben oder noch höhere Maßstäbe an ihre Lieferanten im Geschäftsalltag stellen und die als diejenigen, die im privaten B2C-Commerce halt schon längst gelten. Doch wo sind eigentlich die Unterschiede in den Anforderungen an Design und Usability im B2B und im B2C? Worauf müssen E-Commerce-Verantwortliche im B2B-Commerce besonders achten? Damit werden wir uns in den nächsten 45 Minuten beschäftigen. Unser heutiger Experte ist Tim Böker, Geschäftsführer der Agentur Commerz. Ein auf E-Commerce spezialisiertes Designunternehmen, das rund um das Thema digitale Markeninszenierung und Vertriebsförderung seine Kunden berät und neuartige digitale Nutzeroberflächen für Online-Flagship-Stores von Markenherstellern und Händlermarken entwickelt. Ja, es ist mir eine große Freude, unseren Experten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tim Böker. Ich schalte jetzt zu Ihnen rüber. Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einleitung, Herr Schwarz. Auch vielen herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Thema Design und Usability im E-Commerce. Wie Herr Schwarz schon sagt, das ist noch nicht allzu lange her, dass ja, Design, Usability, Frontend-Konzeption und was habe ich da eigentlich im digitalen Kanal? Im B2B-Sektor mehr als vernachlässigt worden ist. Es gibt aber mittlerweile unfassbar viele gute Beispiele, die das Gegenteil beweisen, dass es auch anders geht. Aber genauso viel, wenn nicht mit Sicherheit noch mehr, auch schlechte Beispiele, die das heute noch immer nicht verstanden haben und auch nicht lösen. Gerne möchte ich heute darüber ein bisschen sprechen. Also was heißt das eigentlich, Design und Usability? Warum muss ich mich mit Design überhaupt befassen? B2B, B2C, wo ist der Unterschied? Was kann ich lernen aus dem B2C-Sektor? Eben auch für die Kunden, die ich im B2B-Kanal habe. Bevor wir damit loslegen, möchte ich ganz gerne kurz zwei, drei Sätze zu uns sagen. Commerz
Kommerz auf einen Blick ganz kurz. Wir sind die erste Frontend-Beratungsgesellschaft Deutschlands und E-Commerce Design Büro, machen Customer Experience Design für den digitalen Handel, haben dabei den Fokus B2C und B2B. Gehe ich gleich noch näher darauf ein, warum wir da auch nicht unterscheiden, zumindest oberflächlich nicht. Sitzen in Duisburg, mitten im Ruhrgebiet, sind zu acht und das ist mein Team, mit dem ich gemeinsam die Projekte mache. Kurz Auszug Referenzen. Alles mit dabei von der Würth-Gruppe über Modemarken, über Nischenanbieter. Da sind einfach keine Grenzen gesetzt, was die Themenvielfalt angeht und dementsprechend auch, was man wo mitnehmen kann. Genug zu uns, zum Thema. Wie sehen B2B-Unternehmen die Herausforderungen der digitalen Transformation? Die Intershop-Studie von 2013 hat 400 Unternehmen befragt. 46% der Befragten erachten die Transformation von Online-Kauf zum Self-Service, also von Offline-Kauf zum Self-Service als schwierig. Also sprich, dass der Endkunde sich wirklich alleine bedienen kann. 48% der Befragten erachten eine schnelle Reaktion auf Kundenanfragen als schwierig. 80% der Befragten sogar erachten den Onlinehandel zur Ausdehnung des Marktanteils als wichtig. Sonst wären auch Sie vermutlich heute nicht hier. 70% der Befragten erachten mobile-optimierte Shop-Versionen als Wachstumstreiber und sagen, das sei in Planung. 76% der Befragten erachten Suchmaschinenoptimierung als wichtig. Aber nur 16% der Befragten wollen Digital-Leader in ihrem Bereich werden. Wo ist da der Fehler? Ja, also das kann ja nicht sein. Alles ist wichtig, aber digital Leader sein, nö, will ich nicht. Was ist denn, wenn Nischenkonzepte auf den Markt kommen, wenn Amazon, Alibaba und so weiter anfangen, B2B-Segmente auszurollen? Wie schaffe ich es auch, in meinem Segment der Player zu bleiben und da der Große zu sein? Hier ein Beispiel. Ich sehe das Screenshot hier von einem Online-Shop. Von einem mittelständischen B2B-Unternehmen, wo es um ja, Hebebänder geht, Gurte etc. Der Online-Shop ist down. Der Online-Shop ist zu. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Der Kunde wird absolut enttäuscht, gerade wenn es schon mal einen Shop, eine Bestellplattform gab. So definitiv schaffe ich es nicht, digitaler Leader zu werden oder sogar vielleicht Marktführer in meinem Segment zu bleiben. Wenn wir uns alle mal so an die eigene Nase fassen, erkennen wir uns hier selbst auch gut wieder, wenn wir auf Konferenzen unterwegs sind. Dann halten wir uns immer alle für absolute Digitalprofis. Wir sind alle digital unterwegs, immer am Smartphone, Facebook, Twitter, auch egal welche Altersgruppe. Hierüber. Angela Merkel, vor einigen Jahren Hashtag Neuland, haben wir auch alle herzlich gelacht. Internet sei neu für uns. Aber wenn es doch darum geht, am Ende des Tages einen Online-Shop zu bedienen, dann scheitern wir alle an den einfachsten Dingen, obwohl wir der Meinung sind, wir wüssten, was digital ist und wir würden digital können. Wir hätten digitale DNA. Das ist auch gar kein Wunder. Das Gewohnheitstier lebt in uns allen. Ja, jeder von uns hat Online-Shopping auf denselben Portalen erlernt. Amazon, Otto, eBay, Zalando. Vier Konzepte mit komplett unterschiedlichen Frontends, die komplett unterschiedliche Aufbauten haben und auf ihre Kundengruppen spezifisch eingehen. Was bedeutet das für den B2B-E-Commerce? Erstens, von B2C lernen. Zweitens, B2B-Basics natürlich berücksichtigen und drittens auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen. Von B2C lernen. Warum von B2C lernen? B2B, B2C, ja, sagen viele, okay, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Meine Kunden haben ganz andere Anforderungen, die haben nichts mit der B2C-Welt zu tun. Zalando und ich, das hat nichts mehr zu tun, das ist eine ganz andere Welt. Aber wer hätte das gedacht? Auch im B2C. Genauso wie im B2B kaufen Menschen ein. Menschen sitzen vor diesem Computer und bestellen zum Beispiel für ihre Werkstatt ihre Materialien und das tun sie
genauso wie sie zu Hause auf der Couch sitzen, bei Zalando, bei Amazon einkaufen und sind eben genau diese Themen sind sie gewohnt, die Nutzerführung sind sie gewohnt, die Usability sind sie gewohnt, die Features und Funktionen, all das erwartet man heute in einem Online-Shop, egal ob B2B oder B2C. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wer sind denn eigentlich meine Kunden? Ja, als ersten Schritt. Wenn ich mir das mal angucke, B2B, B2C. Hier haben wir ein Beispiel von Cyberport, Endverbrauchershop, Geschäftskundenshop. 1:1, gleicher Aufbau, nur mit verschiedenen Funktionalitäten. Genau das gleiche gilt für Staples, der Endverbrauchershop und der Geschäftskundenshop. 1:1 gleicher Aufbau, allerdings andere Kommunikation, Preise werden anders dargestellt, andere Features und Funktionen. Gleiches gilt für Konrad. Ja, da haben wir ein leicht anderes Look and Feel, einen leicht anderen Aufbau, andere Kategoriestruktur natürlich, Features und Funktionen auch wieder etwas anders aufgebaut. Zum Beispiel habe ich im oberen Bereich eben nicht nur die Suche anmelden und den Einkaufswagen wie in der B2C-Version, sondern auch sofort in der B2B-Version die Direktbestellung direkt oben integriert. Das ist mit Individualität für Geschäftskunden gemeint. Oder zum Beispiel Alibaba. Alibaba und AliExpress als die B2C-Variante, exakt gleicher Aufbau, grundsätzlich, was die groben Themen angeht, wie Nutzerführung, wie Plattformstruktur, wie eben der Geschäftskundenshop alibaba.com. Und die Studie sagt auch, ca. 85% der Features und Funktionen eines B2B-Online-Shops sind deckungsgleich mit denen eines B2C-Online-Shops. Völlig klar, warum soll ich denn eigentlich einen anderen Aufbau nehmen und warum soll ich dann sagen, Features und Funktionen sind nicht mindestens genauso wichtig in der Darreichung, wie es im B2C der Fall ist? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir müssen ein individuelles Frontend anbieten, das sich dem Nutzer sofort erschließt, sprich also Usability berücksichtigen. Und B2B-Basics natürlich nicht vernachlässigen, sondern darauf eingehen und die integrieren. Und das bedeutet weiter, auf Kundenbedürfnisse eingehen und einen für Ihre Zielgruppe passenden Online-Shop anbieten. Also die Zielgruppe verstehen. Ja, über wen spreche ich denn eigentlich hier? Wer ist meine Zielgruppe? Mit wem bin ich denn da eigentlich in Kontakt? Mit wem ist mein Außendienst in Kontakt? Was haben die tatsächlich für Bedürfnisse? Wie arbeiten die im Alltag? Denn den Online-Shop, den wir unseren Kunden anbieten wollen, ja, den Sie Ihren Kunden anbieten wollen, das ist ein Arbeitswerkzeug für ihn im idealsten Fall, der ihm seinen Arbeitsalltag erleichtert. Und um das etwas detaillierter zu erläutern, was bedeutet das denn eigentlich konkret auf meiner Plattform? Die Frontend-Killer-Faktoren im B2B-E-Commerce. Was muss ich auf der Plattform alles anbieten? Was muss ich auf der Plattform alles machen, um auch eben entsprechend dort best in class zu sein, um mich auch gegen die großen Player, die alle in den Markt kommen, wie Amazon, der die Ankündigung zwar wieder zurückgezogen hat, aber natürlich trotzdem da weiter Pläne verfolgt, davon kann man ausgehen, oder eben ein Alibaba, der mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch stark wird, oder auch andere Konzepte aus Fernost und aus den USA, die sich dort breit machen wollen, hier bei uns auf dem Markt. 7 Frontend-Killer-Faktoren im B2B-E-Commerce. Da haben wir zum einen das Thema Nutzerführung. Wir haben zum zweiten das Thema Produktzugänge. Drittens Thema Produktinszenierung als wichtigen Punkt natürlich. Heute noch relativ schwierig, weil Artikeldaten auch häufig nicht in der Form zur Verfügung stehen, dass man sagen kann, wie kann ich das nämlich endkonzentriert aufbauen. Vertrauensbildung auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Vertrieb heute ist natürlich höchst persönlich durch Außendienstmitarbeiter, die wissen, was ihre Kunden haben wollen, die kennen das Unternehmen, die verbinden das Unternehmen mit einer Persönlichkeit. Dann haben wir das Thema Conversion, natürlich im E-Commerce eines der wichtigsten Themen, was wir auf einer Plattform unter gar keinen Umständen vernachlässigen dürfen. Und Features und Services als sechsten Punkt, individuelle Features, individuelle Services, die auf meine Kundengruppen eingehen. Und als letzten Punkt das Thema Multichannel. Starten wir ein mit dem Thema Nutzerführung.
Nutzerführung, was heißt das denn eigentlich im Konkreten auf meiner Plattform? Das ist zum einen ist das die Plattformstruktur. Also heißt Plattformstruktur, was sehe ich denn tatsächlich? Wie werde ich durch den Shop geführt? Welche Shop-Bereiche gibt es? Welche Shop-Bereiche werden dem Kunden angeboten? Wie wird er durchgeführt? Von welchem Bereich geht es in welchen Bereich zurück? Dann der generelle Aufbau der Seitentypen. Also ein vereinfachter Kaufprozess, den anzubieten, möglichst easy und schnell zum Produkt zu kommen, intuitive Navigation anbieten, so wie ich es im B2C gelernt habe, und als ganz wichtiges Thema Usability-Standards etablieren. Ja, Usability-Standards heißt zum Beispiel was ganz Einfaches wie eine Suchfunktion so zu integrieren, wie man sie erwartet. Ja, hier sehen wir ein wunderbares Beispiel von Grainger, die eine sehr, sehr einfache klassische Plattformstruktur aufgebaut haben, da eine relativ klare Strategie verfolgen. Es gibt einen extrem schnellen Produktzugang und Überblick über das Sortiment auf der linken Seite. Ich sehe sofort, was haben die alles und bin ganz schnell da drin. Und als zweites wichtiges Feature, Keywords. Keywords heißt, ich kann die Suche oben anschmeißen und komme ganz schnell zu meinem Ziel oder eben auch direkt daneben das Bulk Order Pad, also sprich eine Direktbestellung, wo ich mehrere Artikelnummern eingeben kann, über einen Flyout und dann zum Ziel komme. Was heißt das für den Kunden? Was hat er davon? Warum tun wir ihm damit was Gutes? Der Kunde findet sein Wunschprodukt. Ja, wesentlich schneller. Er muss sich nicht durch ellenlange Listen, Kataloge, vielleicht sogar digitalisierte Kataloge klicken, sondern kommt relativ schnell auf den Punkt und somit natürlich auch zum Kauf. Der Kunde spart somit Zeit. Die Bestellung läuft auf einer ganz anderen Geschwindigkeit. Ich kann das einfach in meinen Alltag integrieren und ein Kunde versteht natürlich den Shop auch auf Anhieb, weil er hat die Plattformstruktur, die Nutzerführung kennt er aus anderen bekannten Beispielen im B2C und freut sich so, dass er hier entsprechend abgeholt wird, ohne sich irgendwie orientieren zu müssen, ohne erst vielleicht noch ein Seminar machen zu müssen, um die Online-Bestellung ausführen zu können. Zweites Thema, Produktzugänge. Produktzugänge heißt für uns, wie bringe ich den Kunden zu dem für ihn relevanten Produkt? Ja, dabei ganz wichtig, ebenfalls wieder die gelernten Standards berücksichtigen, also die grundsätzliche Funktionalität der Produktzugänge, die grundsätzliche Funktionalität, sinnvolle Zugänge passend zum Produkt und zur Kundengruppe, also individuelle anbieten. Sprich, hier sehen wir rechts zum Beispiel bei Hahn und Kolb, auch wenn es optisch nicht ganz attraktiv aufbereitet ist, aber es ist ein absolutes Killer-Feature. Die bieten einen digitalen Werkstatteinrichter an. Also sprich, ich kann schauen, welche Produkte, was brauche ich denn eigentlich in meiner Werkstatt, um die für mich passend einzurichten, kann mir das hier zusammenstellen, konfigurieren und kann das dann als Sammelbestellung einfach losschicken und kommen so dorthin. Dann haben wir da das Thema funktionale Themenzugänge. Insgesamt funktionale Themenzugänge. Ja, also heißt nach Befestigungstechnik, wie hier bei Contorion als Best Practice gezeigt, Handwerkzeug, Elektrowerkzeug, eine Kategorisierung, die auf den Endkunden eingeht und auf seine Bedürfnisse eingeht. Dann haben wir im Weiteren, was die Produktzugänge angeht, hier alles abgeliefert auf der Contorion-Startseite, was ich als Kunde erwarte. Das ist einmal natürlich eine umfassende Suche, ja, wo der Kunde auch schon durch den Aufbau der Suche ja eigentlich dazu aufgefordert wird, diese auch zu benutzen und auch sofort eine Erklärung bekommt, wie funktioniert die denn eigentlich. Oben Suche nach Produktnamen, Suche nach EAN, GTIN-Nummer, nach Artikelnummer, nach Kategorie. Also der Kunde wird hier an die Hand genommen und wird geführt. Ja, er wird nicht allein gelassen, er weiß genau, was er zu tun hat. Als zweites, alle Kategorien im Überblick und das, Entschuldigung. Alle Kategorien im Überblick mit visueller Untermalung, also Icons zur Orientierung an den einzelnen Kategorien. Dann auch noch das Thema Beratung, Bestellung und Formulare. Was haben wir davon auf der Plattform? Was hat der Kunde davon auf der Plattform? Kunde findet schneller, was er sucht.
Kunde fühlt sich im Shop gut aufgehoben und bedient und der Kunde kann das Sortiment erfahren und er fühlt sich natürlich viel besser beraten, weil er sich nicht ärgernd durch eine lieblose Bestellplattform klickt, sondern an die Hand genommen und geführt wird und sein Produkt finden kann. Als nächsten Punkt das Thema Produktinszenierung, auch eine große Herausforderung, wo wir aus dem B2C-Bereich eine ganze Menge lernen können. Auch im B2B gibt es da aber wirklich schon gute Beispiele. Was ist denn eigentlich Produktinszenierung? Was ist damit gemeint? Das ist zum einen, ist das die Produktfotografie. Ja, also Detailansichten von Produkten, das ist die Vielfalt an Abbildungen, an Varianten. Das sind Produkttexte, Beschreibungen des Produktes, die möglichst vielfältig sind, möglichst das Produkt auch so erläutern, dass ein Kunde danach bewerten kann, aha, das ist das richtige Produkt für mich. Gerade besonders wichtig bei vielen verschiedenen Produkten, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Also wenn ich 10 Schrauben habe, die nur einen verschiedenen Durchmesser haben, muss ich schon ganz genau wissen, das ist das Richtige für mich, das ist das, was ich hier finde. Und das auf dem digitalen Kanal eben auch so zu transportieren. Dann Herausstellung von Produktvorteilen. Das Produkt wirklich verkaufen. Wenn der Außendienstler nach draußen fährt, dann verkauft er das Produkt auch. Ja, er erläutert dem Kunden oder dem potenziellen Kunden, was ist das Tolle an dem Produkt. Und das eben auch digital transformieren und übertragen. Dann als letzten Punkt technische Daten und die produktspezifischen Informationen. Ja, die Basis, die Rahmendaten, die müssen natürlich trotzdem vorhanden sein. Es muss alles abgebildet sein, idealerweise auch noch so aufbereitet, dass es in Tabellenform ist und dass man das entsprechend wahrnehmen kann. Was habe ich auf der Plattform davon? Was hat der Kunde davon? Produkte werden digital begreifbar gemacht. Der Kunde versteht das Produkt eben auch im digitalen Kanal und muss es nicht durch einen Außendienstmitarbeiter erklärt bekommen. Der Kunde kann Produkte qualitativ miteinander vergleichen, so das richtige Produkt für sich Kunden und es ist gleichzeitig noch eine Unterstützung eben für den Außendienst. Als drittes Beispiel hier haben wir nochmal den Anton Paar. Klasse im Bereich Produktinszenierung. Wir haben hier eine umfassende 3D-Darstellung zum zusätzlich noch drehen, also ich kann das Produkt von allen Seiten sehen, sehe genau, was hat das Produkt für Maße, was kann es, und habe zusätzlich noch zu den Produkten einzeln ein YouTube-Video integriert auf der Artikel-Detailseite aus dem YouTube-Channel des Unternehmens, wo erklärt wird, wie funktioniert das Produkt, wie kann ich es integrieren, wie wird es angeschlossen, etc. Produktinszenierung höchst wichtig und auch super gut gelöst von der Firma Fein. Hier am Beispiel von Saugern, ebenfalls ein Produktvideo, wo ein Mitarbeiter des Unternehmens das Produkt ausprobiert, erklärt, Funktionalitäten zeigt und im Grunde genommen im digitalen Kanal den Job des Vertriebsmitarbeiters übernimmt und vielleicht auch unterstützt und so entsprechend das Produkt an den Mann bringen kann. Als vierten Punkt Vertrauensbildung. Vertrauensbildung ist natürlich in der Geschäftskundenbeziehung höchst wichtig. Und das schaffen wir durch verschiedene Hebel, wie zum Beispiel ein Online-Shop-Prüfsiegel. Ist dieser Shop vertrauenswürdig? Haben wir schon im B2C gelernt, ist ein wichtiges Thema. Referenzen zeigen, also sowas wie Beispielprojekte, gerade wenn es um große Themen geht oder um Referenzkunden. Dem vertraut man genauso, wie man das im B2C auch tut. Anderen Kunden vertraue ich. Produktbewertungen sind immer gut angenommen, gerade bei großen Plattformen wie Amazon, Zalando etc. Produktbewertungen sind da immer ein riesiger Conversion-Treiber. Unternehmensinformationen, also sprich Corporate Communication natürlich auch integrieren, das auch auf der Bestellplattform, dass ich auch dort jederzeit Informationen zum Unternehmen kriegen kann. Dann generell, dass der Auftritt zum Unternehmen auch passend ist. Ja, also die Marke, auch die B2B-Marke sollte entsprechend spürbar sein und sollte in einem Look and Feel auftreten, was auch der Marke, der Firma entspricht. Hier am Beispiel Contorion, richtig gut gelöst.
Die kriegen den Job, der ansonsten relativ nüchtern und clean ist, sehr funktional, rein auf die Bestellung bedacht, durch echte Mitarbeiter. Hier haben wir zum Beispiel den Josef unten unter dem Thema Beratung. Der Josef ist gelernter Heizungsbauer und Kontorio- und Kundenberater. Dem vertraue ich, wenn ich den anrufe, dass der mich berät, das richtige Produkt zu finden. So kann der Nutzer Vertrauen aufbauen. Auch Neukunden können das Unternehmen so digital kennenlernen und kriegen Gefühl für das Unternehmen, wenn sie noch nicht Kontakt zu einem beispielsweise Außendienstmitarbeiter hatten oder auch auf anderem Wege. Und die Kaufentscheidung kann positiv beeinflusst werden. Weiteres Beispiel, hier haben wir wieder den Anton Paar, mit dem Beispiel Live-Chat. Ja, also der Manfred Schuster ist tatsächlich der Ansprechpartner bei denen, der zu diesem Produkt genau das Richtige erzählen kann. Sobald ich mich auf der Artikel-Detailseite befinde, fragt der Manfred mich, geht das kleine Chatfenster unten auf, hast du eine Frage zum Produkt, kann ich dir weiterhelfen? So wird natürlich auch eine Interaktion angestrebt, eine Interaktion gefördert und dafür gesorgt, dass der Kunde sich dort deutlich besser abgeholt fühlt und vielleicht sogar direkt eine Frage stellen kann, die ihn zum Kauf verleiten kann. Nächstes Thema Conversion. Für uns natürlich eines der wichtigsten Themen im E-Commerce. Conversion, was heißt das? State of the Art Usability, also sprich gelernte Nutzerführung etablieren, Angebotskommunikation und Aktionen, Dialogmarketing, Newsletter, Banner, gerade bei häufiger Bestellenden ist natürlich auch ein gutes Tool, um die Kundenbetreuung und die Kundenzufriedenheit da zu steigern. Passendes Angebot, breite Tiefe und Relevanz des Angebots, also nur ein paar Artikel im Onlineshop machen nicht wirklich Sinn. Cross-Selling, Upselling, Produktbundles, auch wichtig. Hier haben wir zum Beispiel Zoro Tools, die zeigen das ganz gut. Die bieten sowas wie eine Themenwelt an, alles für den Metallbau. Sobald ich dort reingehe, kriege ich für den Metallbau eine eigene Themenwelt aufbereitet. Da oben der Produkteinstieg, hier im oberen Bereich, der geht klar eben auf Themen, Fachsortiment, Kfz, da erwartet mich eine Welt, die rund um Kfz alles bietet, was ich da brauche. Was hat das zur Folge? Was nützt also Features und Funktionen noch als letzten Punkt? Features und Funktionen, die sollten vor allen Dingen möglichst individuell sein. Heißt, Produktberater entwickeln, Schnellkauffunktionen zum Beispiel oder ein Produktvergleich oder eine Bestellwiederholung. Solche Dinge anbieten, da muss man auf die individuellen Kundenbedürfnisse eingehen und eben schauen, was ist da für meine Kundengruppe genau das Richtige. Dann der Nutzer kann die Plattform bedienen. Das ist höchst wichtig, weil er so natürlich entsprechend geführt wird. Kundenzufriedenheit wird generell gesteigert. Je besser das Angebot ist, je besser die Features und Funktionen sind, desto zufriedener ist der Besucherkunde auf der Plattform. Der Kaufentscheidungsprozess wird gekürzt und Verkäufe werden gesteigert. Zum Beispiel durch Bundlings, durch sowas wie ein Abo-Angebot, durch zum Beispiel für Verschleißmaterialien etc. Zweites Beispiel, eben schon kurz erwähnt, gerade was individuelle Features angeht, die auf den Kunden eingehen. Hier nochmal der Konrad mit der Direktbestellung. Sobald ich mich im Profi im Geschäftskundenshop befinde, habe ich die Möglichkeit, oben direkt neben dem Logo bei der Suche die Direktbestellung zu tätigen und so eine super Funktion, um den Kunden möglichst schnell zum Kauf zu bewegen. Dann haben wir den Punkt Features und Services. Features und Services heißt für uns zum Beispiel eine Produktberatung beziehungsweise einen Produktfinder oder Servicekommunikation. Heißt also, was für Services biete ich an, was für Möglichkeiten habe ich, Retoure, wie kann ich beraten werden, wie werde ich unterstützt, was für Services bietet das Unternehmen insgesamt, auch gerade wenn ich online zum Beispiel bestelle oder auch eine Kombination daraus. Sind Kontaktfeatures wie Chat, Videochat vielleicht sogar, um eine Beratung anzustreben, Direktkontakt per Telefon zu einem Berater, den ich tatsächlich sehe, wo ich weiß, mit wem ich da spreche. Dann
Die Erleichterung des Kaufprozesses wird natürlich so gerade bei komplexen Produkten gefördert. Individuelle B2B-Features ganz wichtig natürlich zu integrieren. Nutzerverwaltung, Kostenstellenverwaltung, Freigabeprozesse sind Themen, Produktkonfiguratoren oder automatische Bestellzyklen. Also was habe ich für Anforderungen, wenn ich meinem Kunden da gerecht werden möchte? Was erwartet er eigentlich? Und um solche Dinge rauszufinden, ist es sehr, sehr hilfreich, sich da an dem üblichen, an den anderen Vertriebskanälen zu orientieren. Wie funktioniert das heute und das eben in den digitalen Kanal übertragen. Individuelle Produktinszenierung anbieten und zwar adäquat zum Produkt. Das kann zum Beispiel, wie bei Anton Paar gesehen, eine 360-Grad-Darstellung sein, die das Produkt eben optimal erklärt oder Videos, die dazu führen, dass ich eben das Produkt deutlich, deutlich einfacher verstehen kann. Und grundsätzlich gilt hier, wir wollen B2C-Standard etablieren. Der Nutzer hat davon folgende Punkte. Nutzer findet die passenden Produkte. Der Nutzer fühlt sich gut aufgehoben, hilft bei der Vertrauensbildung. Der Nutzer findet sich insgesamt auf der Plattform gut zurecht, findet zu dem Produkt, was er sucht. Das wiederum hilft bei der Verkaufsförderung und individuelle Anforderungen werden bedient. Dann als letzten Punkt Thema Multichannel. Multichannel, sprich, wie kriege ich denn eigentlich die verschiedenen Kanäle miteinander verzahnt? Was für Funktionen biete ich da an? Das ist zum Beispiel ganz einfaches Beispiel der Filialfinder. Sprich, zum einen natürlich ist das ein Kompetenzthema. Aha, oh, die sind an den und den Standorten vertreten. Das ist ja was, muss ja was Vernünftiges sein. Oder eben auch einfach als Service, wie finde ich den nächsten Standort? Handelsintegration als solche, wie werden vielleicht verschiedene Kanäle miteinander verzahnt? Also auch der Außendienst. Ja, könnte man sich vorstellen, ein individuelles Frontend des gleichen Shops zum Beispiel für den Außendienst zu entwickeln und zu sagen, der sieht noch deutlich mehr Informationen zum Beispiel auf dem Frontend und kann so in seiner normalen Vertriebstätigkeit noch unterstützt werden durch Videos, die er im direkten Zugriff zum Produkt hat, detailliertere Erklärungen und so weiter. Das hilft bei der Kompetenzvermutung, sprich ebenfalls wieder Corporate Communications da ein Thema. Verschiedene Kundengruppen werden angesprochen, Kundentypen werden angesprochen, und zwar auf allen Kanälen. Verschiedene Kaufanlässe werden bedient. Und das Wichtigste, die gegenseitige Befruchtung der Kanäle, sich da auch nicht als Konkurrenz zu verstehen. Der digitale Kanal, der Online-Shop nimmt dem einen Kanal Umsätze weg, sondern eben als Ergänzung. Wir leben in einer No-Line-Welt und das immer stärker und sorgen dafür, dass die Kanäle miteinander ineinander übergehen, ineinander überfließen und da ist einfach keine Unterscheidung mehr zu machen. Das müssen wir verstehen. Was sind die To-Dos? Was können Sie tun, um eben die Killerfaktoren bei Ihnen zu integrieren? Also ganz wichtig, um eine Plattform aufzubauen, die ja der Maßanzug, der sprichwörtlich ist für Ihre Anforderungen und auch für Ihre Kunden, ist zuallererst die eigenen Kunden verstehen und die Plattform dementsprechend ausrichten, State of the Art Usability etablieren, also am B2C-Standard orientieren und dafür sorgen, dass keine Usability-Fallstricke auf der Plattform sind, dass der Kunde sich zurechtfinden kann, dass er den Kauf möglichst nicht abbricht. Die Frontend-Killer-Faktoren prüfen, was erfüllen Sie heute schon davon? Was funktioniert? Wo sind vielleicht noch Potenziale? Diese Potenziale dann eben erkennen und auch heben. Wo sind Verbesserungsmöglichkeiten? Individuelle Features entwickeln, die eben auch genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen, wie zum Beispiel der Werkstattkonfigurator, den wir uns angeschaut haben, also ein Einrichtungsberater und am Ende des Tages best in class werden, also sprich, der Beste im Segment sein und den besten Onlineshop im Segment sein und so die digitale Transformation schaffen. So viel von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Tim.
Tim Böker, für den spannenden Vortrag und die Einführung in unser heutiges Thema. Ich habe schon ein paar Themenkomplexe gesammelt und eine ganze Reihe von Fragen kam nochmal zu dieser Aussage, naja, 85% eigentlich der Features sind bei oder der Best Practices sind bei B2B und B2C identisch. Vielleicht, da war die Bitte, wenn wir nochmal konkretisieren könnten, genau dieses restliche Delta. Was sind denn diese 15%? Genau die Dinge, die sich unterscheiden, weil auf die muss man ja besonders achten. Ja, ganz genau. Das ist auch so mit einer der spannendsten Fragen, gerade wenn man sich damit befasst, was muss die Plattform eigentlich können, was soll die Plattform können. Die 85%, das sind eigentlich Grundhausaufgaben. Also sprich, eine Suchfunktion ist eine Suchfunktion und die muss bei Amazon funktionieren wie in jeder anderen Plattform auch, weil das ist das, was der Kunde erwartet, was er gelernt hat, wovon er ausgeht. Die anderen 15% sind die, wo ich mich vor allen Dingen auch vom Wettbewerb differenzieren kann. Das sind individuelle Features, wie zum Beispiel ein, sagen wir, unfassbar gut ausgearbeiteten, ausgeprägten Mein-Konto-Bereich, wo ich Bestellungen verwalten kann, wo ich bereits getätigte Bestellungen nochmal bearbeiten und erneut auslösen kann. Das können individuelle Produktberater sein, wo ich eben einen Kunden zu einem Produkt berate und ihn zu einem konkreten Produkt führe. Also das ist eben genau dieser Individualisierungsspielraum, da wo ich die Möglichkeit habe, mein Angebot, meine Produkte, meine Services und vor allem die Interaktion mit dem Kunden, ja, also die Kundenbeziehung, die ja da ist, eben zu pflegen. Und da gibt es also die verschiedensten Ausprägungen, entsprechend der Anforderungen ganz, ganz individuell. Ich denke mir, im B2B ist es ja insbesondere auch, dass wir dort ja individuelle Preisvereinbarungen, Rahmenkonditionen haben. Ja, dass es dort halt ja auch eher ein Einkaufsprinzip auch gibt, dass wir da mit Kostenstellen, mit Freigaben, Prozessen Ganz zu genau. tun haben. Wenn wir mal auf die Einstiegsseite gehen, also im B2C kennen wir das ja, da ist ja sozusagen die Startseite des Shops möglichst bunt, versucht mich immer wieder mit Bannern, mit Aktionen, Preisangeboten, ja, zu verführen, mehr Zeit in dem Shop zu verbringen. Im B2B würde ich mir das jetzt vorstellen, ist es umgekehrt wesentlich wichtiger, den gewerblichen Endkunden möglichst schnell erstmal in seine relevante Abteilung reinzuführen. Sehen Sie das auch so, dass insofern Dinge in Richtung eines Guided Selling, eines Verkaufsberaters, einer sehr guten Navigation da am wichtigsten sind? Ja, da kann ich fast, also stimme ich Ihnen fast zu, nämlich zu 85%. Die anderen 15% sind dann Themen wie ein Cross-Selling, was natürlich dann zurückfallen würde, wenn man da wirklich absoluten Fokus drauf legt, nur den Kunden schnell zum Produkt zu führen. Das ist wichtig, das ist das Wichtigste im B2B-E-Commerce, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Kunden schnell zum Produkt führen, es ist immer ein Arbeitswerkzeug. Der Onlineshop ist sein Arbeitswerkzeug, mit dem er da gerade unterwegs ist. Er will schnell zum Produkt und will nur seinen Bedarf stillen. Aber die anderen 15%, das sind eben Dinge wie ganz einfach ein Cross-Selling. Ja, so kann ich natürlich auch einen Warenkorb vielleicht noch höher machen. Ich kann dem Kunden Produkte zeigen, die er vielleicht gebrauchen kann, wo er aber nie dran denkt. Das sind dann eben so die anderen Bereiche, die da ein bisschen mit reinspielen, aber grundsätzlich auf jeden Fall Fokus ist Produkt, Zugang zum Produkt und das möglichst schnell und einfach. Ja, wir hatten ja auch das Thema Produktinszenierung. Ja, da sind auch viele Kunden natürlich auch aus dem B2C verwöhnt, was das Thema dreidimensionale Darstellung, was halt das Reinzoomen in Bilder angeht. Das ist im B2B sicher eine Herausforderung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe riesigste Produktsortimente, teilweise haben wir auch Kunden, die haben 800.000 und mehr an Varianten in den Shops drin. Trotzdem, nochmal da Ihre Einschätzung, wenn ich jetzt nicht alles machen kann von Anfang an,
Was ist dann wichtiger? Sind wichtiger die Zusatzinformationen zum Downloaden wie Bedienungsanleitung, Schaltpläne, Zulassungsbestimmung? Oder ist es doch eher, dass ich mal eintauchen kann, also das visuelle Video, Bild, Dinge? Worauf sollte ich mich als erstes konzentrieren? Ja, es ist klar, bei so großen Sortimenten ist es nicht möglich, eine umfassende Produktinszenierung im absoluten Ausmaß anzubieten. Aber man kann darauf hinarbeiten. Man kann zum Beispiel mit Highlight-Produkten aus jeweiligen Kategorien arbeiten, wo man zumindest grobe Themen detaillierter erläutert, wo man auch eine andere Darstellungsweise vielleicht wählen kann. Man kann dafür sorgen, dass die Produkte, naja, vielleicht gar nicht alle so inszeniert werden müssen, weil ich durch einen Produktberater schon vorfilter und dann nur noch eine Auswahl zeigen kann, wo ich auch mit generelleren Informationen arbeiten kann. Naja, die Basics sollten schon vorhanden sein. Natürlich Downloads wie technische Daten. Was da ist, sollte angeboten werden, auch in einer konsumierbaren Form natürlich, aber es sollte schon rein. Aber die Basics sollte man schon einfach abbilden. Also sprich, eine Abbildung, die das Produkt erläutert. Das ist auch mit einer Abbildung möglich. Ja, ich kann auch sein, dass ich das Produkt in der Vorder- und Rückansicht auf einem Bild zeige, weil das eben im Prozess dann vielleicht einfacher sein mag. Oder vielleicht zwei, drei Bilder, wenn das möglich ist. Und naja, ein Text, der nicht den Vertrieb ansonsten ersetzen kann, aber der zumindest dazu beiträgt, dass ich das Produkt verstehen kann. Dass ich das Produkt verstehen kann, ist natürlich ein anderer Fokus bei Produkten, die nicht so erklärungsbedürftig sind, wo der Kunde kommt und genau weiß, das brauche ich. Also eine Schraube, die brauche ich nicht, sondern ich erkläre, da reichen die Maße, die Artikelnummer im Grunde genommen und dann habe ich die. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Startseite eingehen. Sie hatten ganz am Anfang ja einige Beispiele von Anbietern wie einer Cyberport, wie auch Konrad und weiteren, die sowohl Konsumer wie auch gewerbliche Endkunden ansprechen, die sicherlich auch verschiedene Subdomains haben, sich leicht unterschiedlich gestalten, wo aber im Prinzip ich beide Einstiege, also ich kann mich als Unternehmen bei Cyberport ja mit cyberport.de komme ich auf die normale Seite, sehe die Bruttopreise und wenn ich dann dediziert klicke auf Geschäftskunden, logge mich ein, dann sehe ich halt, kann dann dort eben zu Nettopreisen bestellen. Wenn wir aber mal von Unternehmen ausgehen, die also im reinen B2B-Handel sind. Da sehen wir oftmals Beispiele, da ist der Shop erstmal am Anfang entweder ganz zugesperrt. Das wirkt schon manchmal ein bisschen abschreckend. Teilweise ist der Shop erstmal ein digitaler Katalog, in dem man hervorragend recherchieren kann, sieht aber erst nach einem Login dann Preisinformationen und abhängig vom Login entweder Listenpreise oder die dann schon wirklich vereinbarten Rahmenkonditionen. Was wäre denn Ihre Empfehlung, wie ich mich als reiner B2B-Anbieter verhalten soll? Soll ich schon auch ohne Login zumindest mal Listpreise anzeigen und Verfügbarkeiten oder soll ich den Kunden, indem ich ihm zwar einen interessanten Produktkatalog biete, aber motivieren dazu, sich möglichst früh einzuloggen, damit er dann diese Zusatzinformationen sieht. Ja, spannende Frage. Also ist natürlich auch immer unternehmensstrategisch höchst individuell und an andere Bedingungen geknüpft. Es ist aber also natürlich, wenn möglich, einen digitalen Katalog anbieten. Ob mit oder ohne Preis erstmal dahingestellt, ist natürlich wichtig, ist super, sollte man auch machen. Preise anzeigen. Schwer zu sagen, auch individuell. Wenn ich es kann, wenn es sinnvoll ist, zum Beispiel, um auch eine Differenzierung zum Wettbewerb dadurch hinzukriegen und zu zeigen, aha, hier ist es, ich bin der günstigste am Markt, das kann ich dann natürlich auch auf diesem Wege erzählen, schon bevor ich einen Kunden im Login habe. Und
Was grundsätzlich auch eine Maxime ist, ist natürlich, ich will das Kundenkonto haben. Ich möchte den Kontakt haben, ich möchte den Lead haben, der dann irgendwann auch wirklich wertvoll werden kann, klar. Und das sollte ich an möglichst jeder Stelle auf der Plattform versuchen. Wenn wir nochmal auf die, ja sozusagen, die Navigation für den Kunden eingehen. Wir kennen das ja aus der Offline-Welt. Wenn ich jetzt einen Store habe, der vornehmlich Endkunden anspricht, dann sind die Store-Designer, die sozusagen die Laufwege in so einem Geschäft abbilden, versuchen halt den Kunden ja meistens an möglichst vielen Produkten vorbeizuführen, um halt spontan Impulskäufe zu generieren. Im Geschäftskundenbetrieb geht es ja, wie gesagt, eher darum, dem Kunden einen kompetenten Service ihn zu seinen relevanten Produkten zu führen. Wenn ich mir das jetzt nochmal in einem B2B-Online-Shop vorstelle, was sind denn aus Ihrer Sicht die erfolgreichsten Service-Elemente, die ich einsetzen kann, um eben diesen Effekt zu haben, dass der Kunde sagt, Mensch, da beginne ich mein Customer Journey. Bei dem Shop recherchiere ich immer gerne als erstes, weil da finde ich sehr schnell meine relevanten Produkte. Ja, Frage ist damit schon fast beantwortet. Da finde ich schnell meine relevanten Themen. Das zeichnet sich eigentlich im Gro ab. Das haben wir auch in ein paar Beispielen von heute gesehen. Beispiel Contorion. Die Navigationsstruktur, die gliedert sich dort eigentlich in zwei Bereiche genau. Das ist einmal eine Suche, die absolut im Fokus steht. Ist das gleiche wie bei Amazon. Bei Amazon kaufe ich nur produktorientiert. Zu Amazon gehe ich ja auch nicht zum Stöbern. Da gehe ich nicht hin, um mich inspirieren zu lassen, um was Neues zu entdecken, sondern da will ich kenne das Produkt, ich weiß, wo ich hin will, benutze ich die Suche und bin ganz schnell dort. Und als zweites hab ich heute zwei, dreimal gezeigt, auf der linken Seite einen groben, also einen direkten Kategorieeinstieg, den auch schon ausgeklappt zu zeigen, vielleicht sogar schon in der zweiten Ebene teilweise, wo ich direkt einen Einstieg in die Kategorien gebe und nicht, wie das dann vielleicht im B2C-Bereich durch weniger Navigationspunkte der Fall ist, wo ich mich ein bisschen länger durchklicken muss, möglichst schnell einen großen Überblick über Sortiment zeigen. Also Überblick bieten über Sortiment und Suche in der Funktion und in der Prominenz entsprechend nach vorne stellen. Wir hatten uns, Herr Böker, im Vorgespräch auch schon mal unterhalten, was wir eigentlich als Ratschlag auch Teilnehmern und E-Commerce-Verantwortlichen B2B an die Hand geben können, wann eigentlich sich das Beschäftigen mit Design und Usability in einem Projekt ratsam ist. Da sieht man ja auch ganz unterschiedliche Fälle. Manchmal wird halt sehr lange sich erstmal mit technischen Schnittstellen, mit einer Integration des Shops, mit Funktionalitäten beschäftigt und erst sehr spät mit Design. Sie haben ja einen strategischen, auch integrierten Ansatz, dass Sie jetzt dem Kunden nicht nur das Design machen, sondern ihn halt generell auch zu der Usability-Strategie beraten. Was wäre denn Ihr idealer Wunsch oder Ratschlag, wenn Sie dem Kunden sagen, ab wann sollte er sich mit dem Thema beschäftigen, eher ganz am Anfang, um dann vielleicht schon in einer Ausschreibung auch solche Vorgaben machen zu können? Was ist die ideale Stelle in einem B2B-E-Commerce-Projekt, wann man sich mit dem Thema Design und Usability beschäftigen sollte? Das Thema Design und Usability sollte in der Regel möglichst früh integriert werden. Und Idealvorstellung ist tatsächlich, dass ein Konzept zumindest in der groben Fassung, wo Funktionen definiert sind, wo ich schon weiß, was werde ich später alles brauchen, in der Grundlage konzipiert sind und das eben natürlich auch eine Basis bieten kann für eine technische Umsetzung, die deutlich effizienter sein kann, die weniger Risiken birgt, weil ich einfach schon weiß, was wird alles auf der Plattform integriert sein. Ja, also schon direkt eigentlich zu Beginn des Projekts, das ist mehr oder weniger schon im Kickoff integriert, dass man mit einem Workshop mal zum Beispiel schaut, was sind eigentlich die grundsätzlichen Anforderungen an meine Plattform, was möchte ich auf der Plattform erreichen, vor allem dann, wer sind meine Kunden? Das sollte man ja auch schon dort wissen. Ja, wer sind meine Kunden?
Wie kann ich die richtig bedienen? Was bedeutet das dann? Um die bedienen zu können, brauche ich ja Features und Funktionen. Und wenn ich mir das zu spät überlege, wird es vor allen Dingen A schwierig, die in ein schon halbfertiges Konzept einzubauen. Oder wenn die Technik schon steht, dann wird bei jedem zweiten Feature, was vielleicht aber für einen Endkunden super wichtig sein könnte, gesagt, oh nee, das kriegen wir nicht mehr unter. Das ist technisch schon so und so gelöst, deswegen kriegen wir es nicht mehr rein. Und das ist eben nicht das ist nicht kundenfreundlich gedacht, sondern das ist dann rein aus der IT gedacht, der ich natürlich keine Wichtigkeit absprechen möchte. Aber das Zusammenspiel muss da perfekt sein und deswegen möglichst früh in den Prozess integrieren.